Meninio, mach es gut. Reise, reise schön, reise fröhlich, reise glücklich. Du warst eine Heldin. Eine tote Heldin. Hi Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Runde RimWorld Biotech hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine neue Quest sozusagen. Wir wollen den Albatros bauen. Dazu brauchen wir 100 Syngarn. Ich habe gerade schon geschaut, 30 haben wir. Syngarn können wir nicht herstellen, können wir auch nicht ernten. Das heißt, wir müssen das Zeug kaufen. Das könnten wir hinbekommen, indem wir handeln. Ja, ne? Mal gucken. Schauen wir mal, ob wir uns das irgendwie erhandeln können. Erstmal müssten wir wieder ein bisschen Geld reinbekommen. Wobei, eigentlich müssten wir genug haben. Wir haben genug zu verkaufen, ne? Das Blöde ist, dass echt keiner unsere Kolonistenstatuen will, die Bobby hergestellt hat. Mit so viel Liebe zum Detail hat er das eigentlich gemacht. Und dann kauft das keiner von den bösen Menschen. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Naja, so, jetzt schauen wir mal. Wer könnte das denn haben? Großhändler vielleicht? Ich meine, im schlimmsten Fall verschwenden wir halt jetzt 500 Silber. Gucken wir mal. Soll Alice Cooper mal nachfragen? Sobald er wach ist. Jetzt. Jetzt ist er wach. Sehr gut. So, Alice Cooper. Verscheuch mal das Blag. So, ja, die haben keinen Syngarn da, das ist schade. Super. Immerhin können wir ein bisschen Zeug verkaufen. Das ist immerhin ein bisschen was, ne? Ärgerlich, die haben schon mal nichts da. Müssen wir weiter gucken, ne? Wer das gute Zeug da hat. So. Das passt soweit. Hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Genau, diese ganzen Parkers, die sind richtig viel wert, du. Und hier hätten wir sogar noch einen aus Syngarn. Wir können aber den nicht wirklich zerlegen. Ich habe vorher schon privat mal kurz geschaut, ob wir irgendwie einstellen können, dass nur Sachen aus Syngarn recycelt werden. Das geht nicht. Das heißt, wir können das Ding eigentlich auch verkaufen. Stammestoga kann weg. Das kann alles weg. Staubmäntel, alles weg. Hosen, weg, 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 weg. Gillihaube kann auch weg. Schutzhosen behalten wir uns. So, immerhin 4700. Also es hat was gebracht. Ja, es war jetzt nicht umsonst. Immerhin. Können wir noch Essen oder so einkaufen? Nee, ne? Bauteile brauchen wir jetzt auch nicht von denen. Aber vielleicht diese zwei Hightech-Bauten. Ja, wobei, nee. Aber Stahl? Nö, eigentlich brauchen wir auch nicht, ne? Himmelsstahl könnten wir kaufen, aber Blastahl haben wir auch genug. Wir haben aktuell genug, aber Alice Cooper, du darfst doch nicht essen. Nein. Gibt kein Futter jetzt. Den exotischen Händler mal anrufen. Ja, okay, gut, ist halt was. So, futterst du halt mal ein kleines Mal. So, der nächste. Schauen wir mal hier. Der hat auch nichts da, ne? Der hat auch keinen Syngarn. Nope. Aber ein Teleskop, das können wir mitnehmen für Entspannung. Das wurde ja gefordert. Nö, kein Syngarn hier. Schade. Wen könnten wir noch? Wen könnten wir noch anschreiben? Den Landwirtschaftshändler? Landwirtschaftshändler. Ey, wo gehst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Vielleicht der Landwirtschaftshändler, lass mal gucken. Der hat sehr viel Fleisch. Er hat auch nichts da, ne? Eine Idee habe ich noch. Ich meine, es ist jetzt nicht schlecht, dass der da ist. Wir können dem Reis abkaufen. Oh! Nö, können wir. Wir haben mehr Geld. Wir haben mehr Geld. Wir haben Verkauf gerade. Wir können dem Reis abkaufen. Es ist nur noch nicht eingelagert worden. Ist ein bisschen doof. Hauen wir das Insektenfleisch weg, da können wir es uns immer noch nicht leisten. Ey, 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 ey. Dann verkaufen wir halt Tiere.
Wir haben eh wieder zu viele Tiere aktuell. Wir haben Muffalo noch. So. Und den Hengst hier verkaufen wir. Passt. So, jetzt müssen wir erstmal einlagern. Wobei, warte mal, ich verstehe das nicht. Oh! Hier fehlt uns... Hier ist scheinbar irgendwann mal... die Orbitalhandelsbarke kaputt gegangen. Das heißt, uns fehlen da jetzt gerade 4000 Silber, weil die einfach nicht erfasst werden. Na gut, eine Sache habe ich noch, das wäre der... Ich glaube, dass ich nur eine Sache habe. Ich muss mal gucken gleich. So. Ja, wir können gerade keine Trade-Chips auswählen. So, jetzt aber. So, ich dachte, es gäbe einen Rüstungshändler, aber den gibt's nicht. Ja, dann lass uns noch einen Waffenhändler anfunken. Das ist der letzte. Der hat aber garantiert auch keinen Syngan da. Dann müssen wir mal gucken, wo wir das herbekommen. Ich meine, wir könnten direkt handeln. Die Hera kommen vorbei, das finde ich gut. So, Waffenhändler. Schauen wir mal da rein, was die noch da haben. Ich glaube, diese verstärkten Läufe haue ich jetzt mal weiter. Brauchen wir nicht. Ah, tolle Sachen, die da haben, aber das ist nichts, was ich gerade bräuchte. Leider. Nee. Gibt keinen Syngan heute. Schade. Bisschen Gewinn machen wir trotzdem. Und hier kommen die Hera gleich. Da gucken wir. So, das hier wollen wir platzieren. Das können wir einfach mal hier hin machen. Dann können die Sternchen gucken. Ist das nicht schön? So, wo bleiben die denn? Hallo? Strapping hat eine Glaubenskrise. Das ist wunderbar. Da kommen sie. Was los, Bill? Warum... Warum, Bill? Wahrscheinlich der Aufbereitungsmagen. Er ist zum Wiederkäuer geworden. So, Alice Cooper, heute ist Handelstag für dich, du. Jasmin hat ja Operation und Cabo hat Gärtner und Flask hat Zähmung. Ja, richtig, richtig gute Inspirationen haben wir hier. Gut. Dass ihr nichts da habt, war mir schon klar. Aber vielleicht möchte ich euch ja was verkaufen, damit wir ein bisschen... Ich kann denen nichts verkaufen, ne? Das ist ganz schlimm. Ich habe nichts, was ich denen geben kann und ich habe nichts, was ich von denen kaufen möchte. Nö, tut mir leid, liebe Hera. Ich habe euch lieb, aber ich kann euch nicht helfen. Naja. Was wir machen könnten... Wir könnten eine Karawane losschicken. Zum Handeln. Yay, wir könnten quasi direkt, nicht zu den Quan vielleicht, ist eine blöde Idee, aber wir könnten direkt eine Karawane zu den Hera schicken und gucken, ob die uns was abkaufen. Statuen sind es offensichtlich nicht, doch, die würden Statuen kaufen, aber nur große Statuen. Ah, vielleicht müssen wir einfach mal große Statuen herstellen. Wäre eine Idee, ne? Achso, warte mal, ich habe gerade was Komisches gesehen. Goldabbaulager, 9 Leute. So, ich würde ja jetzt echt super gern hier... Aber warum muss das Syngan kosten, ey? Syngan. Ich hoffe, ich habe das nirgends eingestellt, dass wir mit Syngan arbeiten, aber wir stellen ja eh nur noch aus... Aus Teufelsgarn her, ne? Sollte also passen. Ja, dann machen wir jetzt mal hier die Herstellung durch. Oh, wird gut warm wieder. Wie schaut's denn aus im Inneren? Ja, eigentlich ganz okay, ne? Müssen wir jetzt, glaube ich, nichts ergreifen. Wir müssen die Heizungen nicht ausstellen oder so. Wir lassen die Heizungen laufen. Kostet ja nichts. Hehe.
Es gibt eine Mod zum Anbauen von Züngern, aber das wäre, glaube ich, jetzt zu einfach. Das ist jetzt übrigens sehr, sehr schnell, sehr, sehr warm geworden, muss ich sagen. Spannend. Ja, wir könnten tatsächlich versuchen, was zu verkaufen. Dann machen wir hier mal, warte. Kleine Kolonistenstatue weg und einfach nur noch große Skulpturen herstellen. Bei Bobby. Und zwar aus Holz. Und Steinblöcken. Vielleicht können wir die dann verkaufen. Aber ums Geld geht es ja jetzt gerade gar nicht so sehr, sondern es geht ja jetzt mehr darum, dass wir Syngarn reinbekommen. Ich könnte mal gucken, haben wir irgendwas bei den Forschungen? Vielleicht haben wir schon eine Mod. Nee. Für Syngarn gibt's nichts. Ja, müssen wir wohl oder übel warten, ne? Hilft nix. Aber hier ist auch schon wieder ein bisschen wenig, ne? So, mal gucken, dass wir da demnächst wieder bei den Bumalopen ein bisschen aussortieren. Diese Bumalopen, sag ich euch, die vermehren sich sehr stark. Ja, komm, wir machen eine Karawane. Wir schicken eine Handelskarawane zu den Hera runter. Die müssen wir allerdings gut bewachen. Das heißt, wir nehmen da ein paar gute Leute mit. Das darf nicht schief gehen. Das wird sonst eine teure Sache, du. So. Dann können wir auch die ganzen Bumalopen-Kälber mitnehmen. Und die Muffalo-Kälber nehmen wir mit. Können auch was tragen, das ist ja wunderbar. So. Und hier nehmen wir noch die mit. Passt. Wade. Auf jeden Fall Bärenfell. Cornflakes. Kommen mit. Und wir können es ja mal versuchen, ob wir die vielleicht verkaufen können. Wenn wir direkt vorbeikommen. Das sind die ganzen Leichen, die könnten wir auch mitnehmen. Natürlich. Elefantenstoßzahn nehmen wir mal mit. Vielleicht mögen die den oder ansonsten nehmen wir halt. Nehmen wir mal 5000 Silber mit. So, passt, oder? Entsende. Oh. Nee, noch nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht die Lebensmittelration, die Überlebensration meine ich natürlich mitnimmt, aber okay. Gut. Karawane bilden. Muffalo! Hi ho, hi ho, hi ho! Gut, wir beobachten das. Nee. Ja, ja. Warte mal, liegt hier noch einer mit Syngarn vielleicht herum? Ja! Das ist ja super. Ne, da werden wir uns gleich die Kleidung holen, dann wird die Form schön recycelt gleich. Just wie schläft. Kabu, entkleiden! Wie geht's eigentlich mit Ninjo da drinnen? Die ist fast durch, ne? Sehr gut. So, Ninjo ist nicht mehr blind. Die Frage ist jetzt, kriegen wir Ninjo so wie sie ist, mit ihrer Demenz? Warte mal. Können wir die... Wenn wir den Altersumkehrzyklus starten bei Ninjo.
Nee, das geht nicht. Okay. Gut, das klappt nicht. Macht nichts. Macht gar nichts. Dann geben wir ihr eine leichte MP und dann schicken wir die jetzt einfach los und hoffen das Beste. Würde ich sagen, oder? So, die macht ihre eigene Karawane. Und sie war nie wieder gesehen. Die verlobte Flasks. Passt. Meninjo, mach es gut. Reise, reise schön, reise fröhlich, reise glücklich. Du warst eine Heldin. Eine tote Heldin. Und jetzt wieder lebendig. Was ist denn das für ein Gestrüpp hier? Das ist ja der Wahnsinn. Meninjo, danke für deine Dienste. Mach es gut. Möge die Demenz nicht kicken. So, dann schauen wir doch hier mal kurz durch, ob wir da jemanden haben noch mit. Also hier der schon mal nicht. Die ist schon nackig. Die haben tolle Rüstungen, das hilft uns aber alles nichts. Hose aus Syngarn. Das ist ja super. Entkleiden. Ja, ist jetzt auch ein bisschen cheaty, ne? Aber ich glaube, ihr wollt genauso sehr wie ich das Schiffchen noch sehen, bevor wir weiterziehen und das Schiffchen weg ist. Sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich das dann mitnehmen kann. Hier haben wir auch noch Syngarn. Bobby macht das gleich. Dem Ben. So, ist ein bisschen Leichenflattern jetzt, aber Syngarn, Leute. Da ist auch nochmal. War das Pop? Ja. Bestimmt habe ich jetzt auch wieder was übersehen. Könnt ihr ja dann ja gerne in den Kommentaren anmerken. So, das war's, aber mehr haben wir nicht. Gut, dann Karawane los! Oder so. Mir fällt gerade auf, dass ich Dödel vergessen habe, die Reittiere mitzunehmen, aber die brauchen eh schon so lange, vor allem Isasi hier. Die hier die ganzen Viecher und immer wieder stehen bleibt, warum auch immer. Warum machst du das, Isasi? Wieso? Lauf doch jetzt einfach, du musst sie nicht anschauen, du hast sie angeleint, die kommen schon hinterher. Himmel. So, tschüss, ihr Nasenbären. Mann, Mann, Mann. Meninjo ist durch. Das ging schnell. Und sie war nie wieder gesehen. Adieu, Meninjo. Und jetzt können wir sogar Plastahl abbauen. Nice. Ich glaube, das machen wir sogar. Ich glaube, wir bauen Plastahl ab jetzt. So, und ihr reist hier runter. Ja, wie gesagt, dumm, wie ich bin. Ich hätte ja Reittiere noch mitnehmen können, aber hey, komm, egal. Egal. Die machen das schon. Dauert ja nicht lange, die Reise. Oh! Was sehen meine Augen während des Zeitgedönses? Ein Aerofleet hat sich reproduziert. Wo? Wo ist Aerofleet 1? Ah, wie knuffig! Da ist das Ding. Nice. Macht übrigens jetzt genau dasselbe wie das andere Vieh. Super cool. Muss nur noch einstellen, glaube ich. Aerofleet 1. Tierchen. So. Verbrennung des Unwissens muss jetzt leider warten. Gut, dann gehen wir wieder weiter in den Timeskip, weil viel gibt es jetzt erstmal nicht zu tun. Wir können zuschauen, wie die Karawane zieht. Oha, jetzt müssen wir doch mal wieder...
Ja gut, wir haben Feuerstein da, das ist okay, aber die müssen wir kurz aufwecken. Feuerstein, Notfall. Wir hatten alles Malaria, Mist, jetzt habe ich nicht geschaut, ne? So, kurz mal gucken. Just Me ist heile, Gott sei gedankt. So, du hast Malaria. Wo habt ihr das denn her? Bösartige Mücken wieder, oder was? Und ein Meteorit ist währenddessen gekommen, der hat mich aber jetzt nicht so gejuckt. Aber immerhin mitten in der Basis, das ist cool. Kommen wir gleich. Schups, weg damit. Das gleich zusammengeflickt wieder. Ich denke nicht, dass die Probleme verursachen wird, diese Malaria. Zack. Wunderbar. Feuerstein selbst hat auch nicht Malaria, aber die Gefangenen müssen noch behandelt werden. Gut, das ist überhaupt kein Problem hier. Das sollte auch kein Problem sein. Ah, das könnte Krieg... Naja, komm. Nur weil er gebrechlich ist, oder was? Das sollte auch klappen hier beim NAP. Und eine kleine Sonneneruption noch dazu. Ja, jetzt kommen die nervigen Events wieder. Gab's ja zuletzt nie. Und warum auch immer. Oh weia. Der Fabrikor. Warum? Lask hat nicht genug Bandbreite hier? Ach ja, klar. Wegen der Bandknoten. Die jetzt gerade nicht funktionieren. Ja, aber das sollte gleich... Wobei, ich weiß nicht, ob der den dann nochmal übernehmen muss. Naja gut, aber die sollten jetzt eh gleich durch sein und dann kommt er wieder zurück, der Flask, und dann ist alles wieder gut, hoffentlich. Oh, das wäre ärgerlich jetzt. Frühling hat angefangen, Halleluja. So, zieht hier mal weiter, Jungs und Mädels. Schauen wir mal, was sie da haben hier in der Wüste. Sehr gut. So, gucken wir mal. Habt ihr Syngan? Die haben Luciferium. Aber Syngan? Nö. Kein Syngan. Oder? Nee. Ja, schade Schokolade, ne? Gut, ihr könnt trotzdem verkaufen. Das ist das einzig Gute jetzt an der ganzen Geschichte. Ah, die haben ja echt nichts Geiles an Zeug. Dann Mumie aus Hypergewebe. Yay. Aber sonst... Was macht ihr denn da den ganzen Tag? Wollt ihr wirklich so leben, liebe Hera? Das ist ja schrecklich. Naja, gut. Wir gehen wieder. Tschüss. Hallo? Zurück mit euch. Immerhin auf 47 jetzt. Ja, wir haben wieder Strom. Ah ne, jetzt ist er wieder kontrolliert. Okay, gut. Alles prima. Nichts passiert. Der Fabrikor lebt. Hurra. Halleluja. Aber wie gesagt, kein Syngan für uns. Schade. Jetzt haben wir 70. Ah, so knapp, ne? So knapp. Wir bräuchten jetzt noch eine Leiche mit Syngan. Ich meine, hier liegen noch welche rum. Vielleicht haben wir Glück. Oder zwei Leichen mit Syngan. Vielleicht auch drei, wer weiß. Oh, guck mal. Fleisch. Gratis Fleisch. Yay. Liegen hier noch Leichen herum mit Syngan eventuell im Gepäck? Nee. Okay.
dann müssen wir warten. Weil sonst hier hat keiner mehr Synchron. Aber hey, da kommen bestimmt noch... ansonsten holen wir uns einen Raid ran wieder. Wird eh mal wieder Zeit, finde ich. Wir haben uns viel zu selten jetzt geprügelt in den letzten paar Folgen. Wir haben jetzt fast schon eine halbe Stunde uns nicht mehr geprügelt, nachdem wir uns 100 Mal geprügelt haben. Das war nicht so schön. Was wir auch machen können, wir können noch das Gold hier abbauen. Das muss weg. Gut. Aber hey, jetzt habe ich auch mal eine Karawane losgeschickt. Das ist auch schön, finde ich. Ich finde, das ist auch ganz toll. Ich meine, wir könnten zum Nachtschwarzsumpf theoretisch noch reisen, aber ich glaube, es geht schneller, wenn wir jetzt einfach wirklich auf einen Raid warten und die dann denen dann ihre Kleidung abnehmen. Ah, das gefällt mir nicht hier. Ja, doch, läuft aber. Läuft schon. Alles gut. Ist bestimmt wieder lebensbedrohlich, die Krankheit hier. Pass auf, gleich kriegt Mister irgendwie depressiv oder so als Trade. Wir kennen doch, wir wissen alle, wie es läuft hier. Irgendwas Blödes kommt bestimmt wieder gleich. Ah, jetzt haben wir sogar 81 Synchron. Also es geht voran, ne? Das wird schon. Hier haben wir noch das Vegalania, das ist sehr nice. Das wird gut Fleisch bringen, glaube ich. Oh ja. Heidewitzka. Das ist ein Fleischmonster gewesen. Morvius bricht gleich zusammen. Oh nein. Und Just Me guckt durch das Teleskop. Das ist lustig, weil sich tatsächlich Just Me ein Teleskop wünscht. Um Sterne beobachten zu können. Das findet sie ganz spannend. Und das meine ich jetzt nicht mal ironisch oder so. Just Me wünscht sich tatsächlich ein Teleskop. Also wenn ihr mal so ein paar hundert Ocken übrig habt, ne? Spendiert der Frau doch das Geld für ein Teleskop. Oder auch nicht. Könnt ihr für euch selbst entscheiden. Sollen sie sich doch selbst kaufen. Genau. So. Wie sieht's denn mit dem Wert hier aus? Oh, wow. Wir sind ganz schön gedroppt. Gut, das ist logisch. Weil wir wahrscheinlich jetzt... Weil die Leute wahrscheinlich nicht zählen, die jetzt unterwegs sind, oder? Kann das sein? Wir waren kurz vor den... Vor den 50. So, Flask ist wieder da. Ja. Sind alle tot. Schade. LP vorbei. Geht doch nach Hause, Leute. Ein paar Meter habt ihr noch. Komm, das schafft ihr. Hey! Was? Das Bett wurde nicht ersetzt? Hör mir auf. Wurde das gefixt? Ich werd nimmer. Ja, bist du deppert, Herrst. Ja, bist du deppert. So, wir haben nur noch 25 Medizin, ne? Ja, gut, aber... Wir haben ja hier schon erweitert. Das wird schon wieder. Ach, guck mal, ist er nicht putzig. So, gut. Aber das soll es wieder gewesen sein für diese Folge. Wir haben es versucht. Wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht. Oh, Raumschiff. Auf mein schönes Maisfeld. Ich glaube, es hackt. Wir haben ein bisschen Fortschritt gemacht. Wir haben den Wert, glaube ich, erhöht. Oder auch nicht. Plötzlich aber 50.000 weniger. War offensichtlich ein schlechter Handel. Nee, die sind auch in den Viechern drin, die Werte, die wir haben. Ich denke mal, das ist der Grund. Die müssen jetzt abgeholt werden gleich. Ich wollte eigentlich auch Boomerlopen verkaufen, ne? Das habe ich irgendwie verpennt. Naja, gut. Morvius kracht gleich zusammen. Der muss sich jetzt dringend erholen, der Mann. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Das soll es gewesen sein. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar. Da freue ich mich drüber. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, meine Lieben. Macht's gut. Ciao.